sehr, sehr salzig. Oh, ja. Salzinspektor. Oh. Das Grauen hat eine neue Form. Ja, das heißt hier Forelle Müllerin. Wenn das Kochen ist, dann ist mein Vater Kaiser in China. Herzlich willkommen im Kurhaus Lindenhof, meine Herren. In Wald, Waldbad, Fließborn. Hallihallo. Hallo. Mike, hallo. Ja, hallo. Siggi. Siggi, servus. Hallo. Hallo, servus, grüß dich. Ja. Anni, servus. Wie geht's euch? So. Kann man besser sein. So okay. Gut ist auch nicht. Okay. Aber ja, freue mich, wenn Sie da sind. Schön. Okay, also grundsätzlich, wir sind schon mal du. Mit dem fangen wir gleich an. Und ja, Hunger haben wir mitgebracht. Genau. Das ist gleich das Zweite. Was hast du Sitzplätze hier? Ja, insgesamt die ganze so über 400. Und Einwohner 500. 500, ja. Also 100 dürfen nicht rein. Nein. Wir wurden noch nie in so einen Riesenladen gerufen. Ich bin mal gespannt, wie die Küche ist. Das wird sicherlich nicht ohne Grund sein, dass wir da hocken und deswegen abwarten. Das Problem ist jetzt irgendwie, es kommen keine Gäste. Ja, da kommen keine Gäste. Also hier, das ja ein Jahr aus oder jetzt nur jetzt im Winter? Dieses Jahr Winter war schon katastrophal. Wir brauchen täglich bis zu 1000 Euro und zurzeit machen wir 200, 250 Euro. Dass dann die Qualität gleich bleibt, das können wir nicht ganz so glauben. Nee, ist auch nicht. Ist auch nicht. Okay. Mit den Soßen ist es halt so, zum Beispiel die Hubertus-Soße, drei Köche, drei verschiedene Geschmackssoßen. Okay. Jeder Koch von den drei macht die unterschiedlich. Also wir haben keine klare Struktur, dass jede Soße gleich schmeckt. Das kann es nicht sein als Gast. Da muss ich einfach davon ausgehen können, dass das Schnitzel immer gleich schmeckt. Wisst ihr was? Das sind ja drei Köche, ne? Ja. Und sie sagt ja auch, die Geschmäcker sind bei allen drei verschieden. Also jetzt wollen wir doch vielleicht ein Gericht bestellen, das alle drei zubereiten. Das Hubertus, was sie angekündigt hat, das sollen sie gleich mal machen. Ne? So machen wir das. Oder? Okay. Ja. Können wir zum Beispiel das Hubertus-Schnitzel haben? Ja. Von jedem Koch zubereitet, von jedem einzelnen Koch für uns drei. Dreimal. Unter den Teller den Namen kleben. Dass wir wissen, wer es ist. Und die sollen nicht schumpeln. Nicht, dass da irgendeiner dem anderen hilft. Jeder soll das Ding alleine machen. Ja, diese Pilzraumsoße ist kalt. Meins auch. Meins auch. Leider. Der Groß aus der Küche war eigentlich ein Witz. Was ist das denn? Und das ist die Himbeer-Vinaigrette. Das weiß ich jetzt schon. Das ist sie, gell? Probier mal. Die Himbeer-Vinaigrette, ich weiß es. Was haben sie denn da gemacht? Ein Zuckerstreuer, oder? Oh. Meine Fresse. Nur noch süß. Süß, süß und sonst war gar nichts. Da schafft man sich keine Freunde. Das fällt ja voll durch. Finde ich auch. Also das ist für mich, das ist für mich kein Gericht. Ne? Das ist für mich überhaupt kein Gericht, das ist gar nichts. Ja, das ist eine Aubergine, die viel zu fettig ist. Ja. Ja, da kommt das Fett dann nur so raus. Da tut mir jeder Vegetarier leid, wenn er sowas ab und zu mal essen muss. Die Vorspeisen sind alle durchgefallen, so. Das kann man gar mal so stehen lassen. Das ist ein Hauch von nichts, oder? Nichts. Nichts, oder? Schmeckt so? Das ist verwässert, zu trocken und nicht ein Gramm Salz. Gar nichts. Großes Problem, sie können nicht wirklich mit Salz und Pfeffer umgehen. Das Grauen hat eine neue Form, ja, das heißt hier Forelle Müllerin. Die arme kleine Forelle. Ja. Was haben sie dir denn angetan? Ich denke, Costa will unbedingt gewinnen, ja. Ich probier mal die Soße bei Ihnen. Ich probier mal zuerst das Fleisch. Also das täuscht schon mal, meins ist ganz weich hier, ne? Übrigens. Champignonsoße Nummer 1. Schmeckt nach Wein. Champignonsoße 2. Mhm. Sehr, sehr salzig. Oh, da ja. Das ist ein Salzinspektor. Oh. Einmal war die Champignonsoße zu salzig, einmal war sie zu pumpig und einmal war sie zu weinlastig. Das zeigt im Grunde genommen auf, dass da die Führungsposition nicht ordentlich besetzt ist, denn also irgendjemand muss einfach den Ton angeben. Das ist wie so ein großer Zufallsgenerator, die Küche hier, und das kann es nicht sein. Man sagt ja, an den Soßen erkennt man einen Koch, oder? Also deiner ist der Verliebte, glaube ich. Der muss ja gnadenlos verliebt sein. Es war nicht ein Gericht dabei, was so richtig überzeugend war. Wir wissen zumindest, warum der Laden leer ist. Wer hier reinkommt, muss dann schon sehr masochistisch veranlagt sein. Da gebe ich Geld dafür aus, dass es mir dann nicht schmeckt. Servus, große Truppe. Wir haben hier Schnitzel von euch bekommen. Jeder hat eins gemacht. Ein Ranking. The winner is, Olaf ist wer? Also Gratulation zu dem Schnitzel, ja? Aber mehr noch nicht, okay? Dann geht's jetzt zu Platz 2 an. Ich schau unter Teller. Platz 2, wer ist das? Marius. Okay, es war knapp. Gibt's auch gar nicht viel anderes zu sagen. Fleisch war okay. Platz 3 ist der Costa, ist der Küchenchef. Also ich weiß nicht, was da passiert ist. Salzkeule pur haben wir im Übrigen in ein paar Essen gehabt. Ich weiß, wer heute für das ganze Salz, für die ganze Salzorgie zuständig war. Das war der Küchenchef selber. Wenn das Kochen ist, dann ist mein Vater Kaiser in China. Also es war wie ein Reinfall. Also fachlich. Probieren wir das Gemüse. Weißt du, wenn du jetzt die Augen zumachst, da ist nichts dran. Da ist nichts. Das schmeckt nach Wasser,
Ist es gefroren oder frisch? Gefroren. Also wenn ich Blumenkohl kaufe, frisch, kostet er mich genauso viel wie gefroren. Ja? Wo ist euer Stolz? Das war schon reges Desinteresse und kombiniert mit Faulheit. Ihr steht kulinarisch echt am Abgrund. Ja? Und man, es ist aber seine Arbeit, ihr vernichtet diese Bude. Wenn ihr so weiterkocht, ist das alles im Arsch. So schaut's aus. Gibt es auch Probleme zwischen euch und dem Chef zum Beispiel? Sicherlich gibt es auch bestimmt Probleme zwischen Chef und uns. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Das hat viel damit zu tun, auch, dass wir auch also jetzt Stress mit ihm haben, weil er auch oft jetzt in der Küche ist und viel kontrolliert. Der Chef, wenn er in der Küche ist, das stört einfach. Ich habe das Gefühl, die Mitarbeiter sind gefrustet. Ne? Wir haben auch schon lange keinen Urlaub mehr gehabt. Sind alle jetzt kaputt. Ich habe schon über ein Jahr, sogar mehr als ein Jahr, keinen Urlaub mehr gehabt. Urlaub hatte ich jetzt schon seit ein Jahr bis anderthalb Jahre nicht mehr. Urlaub muss einfach sein. Jeder braucht seine Ruhephasen. Und nur dadurch kann man wieder kreativ und frisch arbeiten. Zurzeit hat mir konkret keiner gesagt, Chef, ich brauche immer eine Woche Urlaub. Es gibt hier viele Probleme. Das ist so, das ist uns aufgefallen. Ich würde einfach sagen, wir machen es einfach so. Ich hätte gern von euch morgen zwei kleine Sorgen, die euch plagen. Ja? Was geht, was das Team angeht. Ja? Zwei hier, zwei hier, zwei hier, zwei hier. Und die Problematik ist hier, also nicht nur beim Essen. Ich könnte jetzt eigentlich einen ganzen Zettel vollschreiben. Ne? Ist ja schon mal Anfang für eine große Aussprache, sage ich mal. Geistig, körperlich bin ich fertig. Die muss man wachrütteln, glaube ich. Die sind eben dort Röschenschlaf. Vielleicht können sie auch gar nicht kochen, das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Aber was sie heute gezeigt haben, das hat mit Kochen nichts zu tun. Wo sind die Hausaufgaben? Bringen wir es gleich auf den Punkt. Drei Köche, drei Zettel, oder? Würde ich sagen. Und Chef, auch ein Zettel? Der Chef, zum Andi. Okay, ich mach den Chef. Bei mir steht Feiertage, Urlaub und Überstunden. Das nehme ich mal so an, dass das hier ein Thema ist für die Angestellten. Ist bei mir auch parallel, steht bei mir auch schon parallel drauf. Was hast du als nächstes? Also Urlaub, Überstunden, Feiertage ist wohl wirklich ein Thema. Überstunden, dann, das ist, glaube ich, nicht, das ist Unwahrheit, weil wie kann man Überstunden machen, wenn ich verkaufe am Tag 15 Essen? Überstunden in der Gastronomie ist eine Herzensangelegenheit. Ja? Entweder deine Mitarbeiter lieben dich und sagen, ja, ich arbeite 4-5 Stunden mehr, ist mir wurscht. Oder sie hassen dich und gehen nach 8 Stunden nach Hause. Und du hast keine Möglichkeit, das zu brechen. Wir haben zwar Überstunden, nur jetzt halt nicht in Maßen von 100 und weiter. Nur die sind halt da, aber werden halt auch nicht abgebaut. Sigi, das sind ja nicht deine Leibeigenen. Also ich habe das Gefühl, die drei sind auch sehr verschüchtert irgendwie. Du kannst sie nicht behandeln wie Leibeigener. Na, was? Ich behandle bestimmt nicht. Ich meine, ich habe hier sowas nicht was Böses getan mit den Jungs oder so. Vielleicht war meine Urlaub ein bisschen meine Fehler, aber ich habe die Angst, wenn sie mal 100 Leute kommen und dann bleibe ich mal allein mit dem Koch und dann das schaffen wir das nicht. Und das ist die Angst, erstmal die Jungs zu behalten. Zu viel Pause schreibt er, Spielerei mit dem Handy, zu viel Rauchen, irgendwie zu wenig Engagement mit den Produkten und dann verantwortungslos. Ich finde auch, wir machen ja ziemlich viel Pause und rauchen auch viel und Handy, ist klar. Wir sind auf jeden Fall verantwortungsloser geworden, da weniger los ist und die Lust einfach flöten gegangen ist. Es ist gut, dass er das angesprochen hat und wir werden das in Zukunft halt vermeiden. Frage an euch, wie schaut der Wille aus? Wollt ihr alle da bleiben? Ich bin 100% dabei. Okay. 100%. Also dann stellen wir die Zeit zurück auf null, ja, und fangen neu an, so ein neues Zeitalter hier. Also jeder Koch hat wirklich Anspruch in Deutschland, jeder Mitarbeiter auf die gesetzlichen Feiertage, ob du das willst oder nicht. Das heißt, wir reden von 25 Tagen Urlaub pro Jahr, gesetzlich, ja, pro Mitarbeiter plus 14 Feiertagen. Das heißt, und die Tage musst du denen geben. Falls du es denn nicht gibst, können sie dich anklagen. Urlaub ist halt tariflich und gesetzlich gebunden. Das ist einfach wichtig, da hat sich jeder dann zu halten. Ich werde das Urlaub alle geben. Bis zu Ende des März, die bekommen sie einen Urlaub. Deine Mitarbeiter, das ist dein Kapital. Und was ich dir empfehlen kann, starke Costa den Rücken. Er ist dein Küchenchef, nicht die anderen zwei. Du hast mit ihm zu reden. Und wenn es mal Ärger gibt, dann nimmst du mit ins Büro. Dann wird es hinter verschlossener Tür besprochen, unter vier Augen und nicht vor allen, okay? Ja. Ich werde das die Personal jetzt ab sofort anders behandeln. Ich bin ein bisschen emotionaler Typ, weil ich habe immer Angst, was auf meine Rücken könnte kommen. Die Angst, die er jetzt hat und die er an den Tag gelegt, ist ganz klar gekrönt durch Misserfolg. Denn wenn die Bude wieder gut läuft, wenn die Gäste kommen, die Umsätze passen und auch sein Steuerberater glücklich ist mit dem Zahlenwerk, dann wird es ihm besser gehen. Los, los, komm, schnell. Also bam! Keine Back. Nein, nein. Costa hat heute natürlich eine Ansage bekommen bezüglich seiner Lautstärke, seines Auftretens. Also uns war wichtig, dass er heute als Chef schon fungiert, auch wenn wir im Grunde genommen das Sagen haben. Aber das hat er nicht so richtig übernommen. Ich muss
mich wieder durchsetzen, dass ich akzeptiert werde. Ganz, ganz so, wichtig, also ihr müsst, hört mir mal zu! Ich höre zu! Ah, funktioniert doch. Du musst mal diesen Ton. Nein, Mädels, es ist ganz, ganz wichtig. Ja, zuhören kann man trotzdem. Es ist ganz, ganz wichtig, ihr müsst ein bisschen auf ihn hören. Denn er ist verantwortlich. Macht mir einen Gefallen. Er muss funktionieren wie ein Schweizer Uhrwerk. Und da muss er einfach massiv an sich arbeiten. So, was würdet ihr jetzt als nächstes machen? Ablöschen, ne? Ablöschen? Nein. Nee. Ein bisschen würzen. Würzen ein bisschen, salzen. Salzen? Ja, warum? Geschmack. Genau, aber. Und die Flüssigkeit aus dem Blumenkohl. Mike, die wissen's. Ja, die wissen's. Die haben's nur nicht mehr verwendet. Costa ist auch noch da einen Schritt weiter. Also er weiß sehr wohl, wenn man Salz dazu gibt, er zieht das Wasser aus dem Gemüse etc. Er kann es halt in den letzten Monaten nicht mehr abrufen. Salz zieht Wasser und genau das wollen wir, denn wir möchten im eigenen Saft schon mal anfangen zu garen. Ja? Oder? Ja, da gibt es besseren Geschmack. Das ist viel Salz, ne? Aha. Ja, du, da kommen noch mal 8 Liter Sahne dazu. Ja? Da kommen noch mal 2 Liter Weißwein dazu. Der Topf, der ist nachher voll. Du musst immer das Endergebnis salzen. Bei denen sieht man auch, dass die richtig viel können. Man lernt Sachen kennen, die man noch nicht wusste bzw. die man lange nicht gemacht hat. Macht ihr das mit Mehl? Gar nicht. Mehl bedeutet ja, dass ich stäube es an, damit es dicklich wird, richtig? Damit sie wieder anzieht. Das machen wir nicht. Wir machen eine Grundsoße ohne irgendwelche Deckungsmittel oder was. Einmal eine schöne Jus, okay? Da gucken, da aufpassen, da was mitnehmen, da was mitnehmen. Sie sind ein bisschen aus sich rausgekommen, speziell auch Costa, der sicherlich nicht ganz so ein Emotionsbündel ist. Ja, was ist denn Feines? Ja, hallo! Was ist hier neben? Du hast gar keine Kochjacke an. Das ist in Vietnam, was kocht ihr Schönes? Gut. Wir machen einen schönen Ansatz. Okay. Hier ist Lammgulasch und hier ist Lammsoße. Genau. Habt ihr zugeschaut, Jungs? Ja? Und da funkeln eure Augen, ja? Das haben wir schön zu sehen. Alle hatten gute Laune, die Köche hatten funkelnde Augen, die Brillengläser waren angelaufen. Also es war eine sehr gute Stimmung, eine sehr gute Atmosphäre. Auf sowas kann man bauen. Wir werden ein Menü zubereiten und ihr werdet erst morgen erfahren, was es denn ist. Ja? Das heißt, morgen ist Rock'n'Roll im Haus. Es wird ein total hohes Niveau sein, aber so umzusetzen, dass ihr es auch danach schaffen könnt. Wir hatten jetzt super viel Spaß in der Küche, aber morgen könnt ihr die schnellen Schuhe anziehen. Morgen geht es wirklich um alles. Genau. Okay. Morgen ist der Tag, also ihr präsentiert euch morgen. Alles klar? Ja. Okay. Ciao. Tschüss. Tschüss. Hola, einen wunderschönen guten Morgen. Da sind Sie alle am Putzen. Servus. Ja, morgen. So, alles klar bei euch? Ja. Ihr habt das schon mitgekriegt. Heute Abend 100 Leute. Wir machen als erstes Tatar vom heimischen Kalb mit Frühlingsrolle, Himmel und Erde. Als zweites machen wir ein Blumenkohlsüppchen mit gebackener Lachsforelle. Dann machen wir Zander mit Pumpernickelkruste, Sellerie, Meerrettichpüree, rote Beete und Weißwein schauen. Und am Schluss machen wir Irish Kaffee vom Rhabarber. Das ist jetzt ein Menü, mit dem wollen wir einfach einen neuen Geschmack festlegen für euer Haus. Ja? Es geht darum, dass das Feuer wieder aufflammt in euch, ne? Das kulinarische Feuer. Ne? Da sagt ihr, ich bin stolz, ein Koch zu sein, es macht wieder Spaß. Ja. Okay? Ja, ich bin begeistert, auf jeden Fall, klar. Okay, also komplette Bandbreite. Ziggy, du musst jetzt deinen Jungs das Vertrauen aussprechen. Du verlässt jetzt die Küche und verlässt dich auf deine Jungs. Also, mein Lieber, komm. Okay, und mach draußen alles klar. Ich habe viel zu tun vorne, ich habe viel zu tun im Büro. Da muss ich in die Küche gehen. Wir zeigen euch, was Geschwindigkeit ist und Zuneigung zum Beruf. Ja? Food Fetisch, ja? Food Fetisch. Food Fetisch. Es geht einfach um einen sehr guten Geschmack, der jetzt wie neuerdings von diesem Haus ausgehen sollte und ausgehen muss. Hier, schau mal, damit geht es auch mit dem Drahtschwamm sehr gut. Wie mit dem Drahtschwamm? Ich finde, damit geht es auch ganz gut. Zeigen, schnell. Will ich sehen. Wenn man drüber geht, sag mal so. Wow, wow. Hey, Fuji. Ja? Hier die Jungs. Sag mal. Die Glühbirne ist mehr als an. Schau das mal an. Okay, mach mal. Das ist ein gebürsteter Zander. Das fand ich eine super geile Technik, also man lernt auch als Kochprofi nie aus. Und es geht echt flott. Von den Kochprofis eine Aufmerksamkeit zu bekommen, ist ein schönes Gefühl. Das baut einen wieder komplett wieder neu auf. So, hallo Jungs. Hallo Sigi. Servus. Servus. Ich habe eine Überraschung für meine Jungs. Und ich wollte mal das beweisen, ich bin der gute Chef. Hier ist der Urlaubplan, hier hängt er. Und bitte, kannst du dich mal eintragen. Das war der richtige Schritt in die richtige Richtung. Und wir werden jetzt in Zukunft schauen und hoffe ich mal, solche Situationen wie zuerst, wird da nichts mehr passiert. Das war von denen aus richtig gut, dass der selber angekommen ist. Also. Das war sehr überraschend und finden wir alle richtig geil. Du musst delegieren. Sag auch jemand, Felsert, ruf jemand zur Hilfe, sag, mach du das, mach du das, mach du das, mach du das. Delegieren, Costa. Fünf,
schneller. Lauter. Jungs, schneller. Lauter. Jungs, schneller. Bei Costa war es heute schwierig. Manchmal war er wirklich vorne an der Front. Manchmal hat er sich zurückgezogen, hat die anderen kämpfen lassen, was am Kühnschiff nicht passieren sollte. Nicht, dass er nicht bemüht war und gar nichts, aber er tut sich halt sehr schwer, richtige Kommandos zu geben. Ich persönlich habe ich selber was dazugelernt, dass ich einfach durchgreifen muss. Er ist der Klasse. Auf der Zunge zergangen ist das. Wir kommen auf jeden Fall gerne wieder. Jungs, ich bin zufrieden. Das ist super, super spitzenmäßig gut. Ja, spitzenmäßig gut. Spitze, gut. Danke, danke, danke. Danke. Ja, aber, danke. Als wir hier ankamen, war es noch etwas desolat. Und wir haben sie aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt und haben gezeigt, was Kochen ist, was Kochen bedeuten kann. Und hier brennt jetzt der Bär. Und wenn es in Zukunft so bleiben würde, das wäre sensationell, wäre unser großer Wunsch. Also unterstützt dieses Haus, diese drei Köche, unseren Freund Sigi und seine Frau, das wäre prima. Hier noch eine kleine Urkunde für euch. Jawohl! Kommt vom Chef, oder? Jetzt natürlich mit Küchenchef. Die Entwicklung vom ersten auf den letzten Tag war wirklich gigantisch, das muss man sagen. Wir werden in diese Richtung weitergehen. Was ich diesem Laden wünsche in der Zukunft, ist, dass sie einfach überleben können, dass sie die Zahlen in den Griff kriegen. Sie haben es einfach verdient.